Ja, hallo, hier ist Bruder Frank. Ich wollte heute mal wieder was auspacken mit euch zusammen. Ich habe eine LED-Videolampe und Kameralampe gekriegt. Ja, fangen wir mal an. Ich hatte schon mal ein bisschen vorbereitet, damit ich ja jetzt nicht extra noch mal hin und her tickern muss. Vielleicht vorbereitet. Na, die kam eigentlich in einen schönen Umkarton. Diesmal war es richtig passend gewesen. Mal gucken, ob wir es aufkriegen. Ja, ohne dass ich nochmal aufstehen muss. Oh, hier mach, hier mach. Also ist gut verklebt. So. Da haben wir das gute Stück. Mal sehen. Ja, ich hatte auch noch Adapter, also für Panasonic Clover war das gewesen. Und für Batterien. LED, genau. So, stammen wir das hier mal. So, weiter geht's. Ich hab da mal was vorbereitet. Wo sind die Batterien? Ah ja, hinten gut. So. Okay. Mac. Ja. Lass mir auf den Zettel, was hier geworden ist. Okay, alles wird auf Englisch. Die Lebensdauer von den LEDs sind 30, also ist angegeben mit 30.000 Stunden. Temperatur Kelvin 6.600 Tageslicht, also und 3.200 Kelvin. Die Wattzahl ist 9 Watt. So, was haben wir noch? Die Größe. Ja, ein Schuhadapter. Und Batteriehalter für Panasonic D-Serie, genau. Ja, kann auch, wie gesagt, für andere Batterien, für andere Kameras noch mit hier verwendet werden. Ich schreibe es dann auch alles nochmal in die Kommentare rein. Was alles, also Sonic, irgendwelche Sony, Panasonic, Sony, ja. Also sonst kann man die ja, wie gesagt, kann jeder DSL, kann man die an jede DSL anstöpseln. Wie gesagt, hier haben wir nochmal die Filter. Sind aus Plaste. An der Seite sind hier so kleine Einkerbungen. Damit die sicherlich den nachher halten. Ich packe hier nochmal rein, ich bin nicht auch noch da krass. Wie gesagt, das ist Plaste. Auf der einen Seite ist es matt und auf der anderen Seite ist es ein bisschen glänzend. Muss man dann mal gucken, welche Seite nach außen oder nach innen genommen werden muss.
hier ist dann auch nochmal der Warm-Weiß-Filter. Nee, ja, hier ist der Kalt-Weiß-Filter. Oh, Alter, was ist das denn heute? Ja, das ist wieder der Schnitzer. Ich ziehe das mal gleich raus und packe das erstmal hier zur Seite. Ja, hier ist das gute Lämpchen. Ja. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Hier ist nochmal der Filter gleich mit drauf gewesen. Es ist ein bisschen schade, dass der Filter nicht extra nochmal in so einer Dingsbumspackung verpackt ist. Aber naja. Ja, das Schöne ist, hier unten ist noch ein Adapter. Wie gesagt, ich mache das ja nochmal drauf, nicht wenn man es verfällt. Vielleicht doch eine gute Idee gewesen, dass das so ist. Hier unten ist nochmal ein Blitzschuhadapter und ein Viertelzoll-Anschluss. Also, dass man das jetzt nicht nur an die Kamera bequem draufschrauben kann, sondern dass man das jetzt auf ein Stativ oder was weiß ich noch normal mit drauf oder halt Blitzschuh draufschrauben kann, genau. Aber ich sehe gerade, es ist ein bisschen schief. Ich weiß nicht, ob das jetzt normal ist. Also ich, ja, könnt ihr sicherlich sehen. Also die Lampe knickt in ein Stück nach links weg, sehe ich gerade. Ob das jetzt Sinn und Zweck der Sache ist, kann ich noch nicht sagen, aber auf jeden Fall ist es erstmal so. So, dann kommen wir auf die Rückseite. Ja, das kann man hier aufmachen. Und dann kann man ja die Batterien reinstecken. Ich bin schon am überlegen, ob hier von meiner Canon reinpasst, aber ich denke mal nicht. Habe ich jetzt noch mal gelesen. So. Packen wir mal die guten Batterien aus, wenn es klappt. Dann gleich mal die Funktionstesten. Ja, wie gesagt, den Rest habe ich halt schon, die technischen Daten habe ich eigentlich schon gesagt. Von der Größe her ist es jetzt wie ein kleiner Baustrahler, die man ja auch zu kaufen kriegt. Ups. Ja, warte mal gucken. Ja, es ist ein bisschen, ist zwar nicht schlecht, dass jetzt mit den Adapter und Biber, aber das, wenn man jetzt mit AA-Batterien arbeitet, ist jetzt nicht sonderlich so, weil die hier eigentlich größtenteils fast alle in der Luft hängen. Das gefällt mir persönlich nicht so toll. Wie ihr das hier seht, also ja, die machen auch hier hin und her. Das hätten sie vielleicht mal ein bisschen anders lösen können oder ein bisschen besser lösen können. Ja, genau das. Ihr habt jetzt gesehen, dass es dann hin und her wackelt. Also das ist nicht so irgendwie Sinn und Zweck der Sache. Also, ja. Mal gucken, gut. Ja, also wo man denn hier drin. Wie gesagt, die Gebrauchsanweisung ist überhaupt nicht drin, fällt mir so ein. Fehlt komplett. Eigentlich braucht man eigentlich, theoretisch braucht man sie eigentlich auch nicht. Außer ja. Aber ja, soweit das jetzt hier nehme ich auch, ja, ich gehe es ja auch nicht zu. Vorführeffekt oder muss das so ist? Ja doch. Also wie gesagt, hier, ihr seht die Batterien, die rutschen hier hin und her. Also, naja, sie fällt mir überhaupt nicht. So, an der Seite ist, wie gesagt, noch ein kleiner Schalter. Das hört ihr ja. Der klickt denn. Ja, und dann kann man das Lämpchen dann, das gute Lämpchen dann
hochfahren. Ich habe jetzt einfach mal das große Licht ausgemacht. Damit ihr das seht, ich habe jetzt nur das Licht vom Handy an. Also von der Lichtqualität her muss ich sagen, wenn ich jetzt mir das so anschaue, ist es ja auch nicht mal so schlecht. Ja, wie gesagt, es sind knapp 10 Watt, also 9,6 waren sie oder 9,7. Also von der Helligkeit her kann man zwar nicht viel erwarten, aber es ist schon was war das? Was war das? Naja, schick, hier wackelt alles. Natürlich wieder klasse sowas. Ja. Also. Ja, schlecht verarbeitet würde ich sagen. Also es ist. Oben ist so eine komische Halterung, also ich kriege es nicht rein, das ist schon wieder mal klasse. Also da habe ich jetzt Verkleidung reingeschoben. Ja, es kann sein, dass ich Verkleidung reingeschoben habe. Aber wie gesagt, von der Bearbeitung her, ich habe jetzt hier eben versucht, da ist das hier, back aus der Halterung, zack, raus. Naja, für den Preis hätte man eigentlich, könnte man ein bisschen mehr erwarten. Okay. So, wir haben hier ein angenehmes warmes Licht mit den Warmweiß Diffuser. Es ist orange, sehe ich gerade. Steht auf der Packung drauf. Ja. Also ich würde sagen so, ach, das reicht doch nicht nur, also fürs Film ist es schon okay. Gerade ob die, naja, es wackelt ein bisschen das Licht. Wenn ich jetzt hier so dran klappe, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so seht, ob die Aufnahme das einigermaßen so aufzeichnet. Ja. So, wir testen ja gleich nochmal. Also wie gesagt, die Dinger gehen schwer rein und raus. Sicherlich gewollt und auch ungewollt. Die hätte ich ein bisschen leichterer. So, was haben wir jetzt hier? Wow. Okay. So ein bisschen, was haben wir jetzt hier vor einer? Eine Purple Soft Diffuser ist das. Okay. Ja. Also wie gesagt, das ist jetzt nur, wenn ich jetzt mit Handy filme, und jetzt mache ich es ja nochmal an, also man sieht schon einen Unterschied, ich werde nachher nochmal die auf der Kamera schauen und mal die gegen die Wand werfen lassen, damit man jetzt ungefähr die Helligkeit sieht. Tja, mein Fazit. Mein Fazit, tja, nicht schlechtes, nicht gutes, euch nur dazwischen. Wie gesagt, die Verarbeitung gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Wenn ich ehrlich sein darf. Weil ich weiß auch nicht. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Die kostet ungefähr 25 Euro rum.
Was mich nun, was mich massiv stört, ist halt wirklich, dass die Batterien ja alle frei rumliegen. Ich will gerade noch mal testen, ob ich jetzt hier nicht einen Fehler gemacht habe. Mal kurz rausnehmen. Ob ich den Adapter, der hier ist, rein und dann, naja, gut. Ich hätte ja sein können, dass man das ja irgendwie erst reinmachen muss und dann die Batterien, so dass die Batterien nicht so hin und her schlappern. Aber ist nicht. Wie gesagt, man könnte da jetzt irgendwie noch ein Stück Pappe reinmachen oder was weiß ich. Wenn man, also für Leute, die jetzt so ein bisschen auf Optik achten, was eigentlich nicht so, also wie gesagt, mir gefällt es absolut nicht, dass ja die Batterien frei rumliegen. Mensch, schmeiß gleich eine Mülltonne hier. So, ja. Hier sieht man dann, also hier ist nochmal wie so ein Testknopf, da sieht man dann die LEDs, die dann den Ladezustand der Batterien anzeigen. Also wie gesagt, also das ist ja made in China. Ist das ja Light Low Video Lighting, bla 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 bla. Wie gesagt, erst nochmal der Karton von dem Jütenstück, falls jemand sich das vorhat, das Teil zu kaufen. Wie schon gesagt, ein bisschen durch bin ich schon. Von der Helligkeit her ist es schon nicht schlecht. Vorteil hat es auch schon von einem Baustrahler, dass ich jetzt sagen würde, von Gewicht her, ja, von Gewicht her habe ich noch nicht gesagt, von Gewicht her, also den Unterschied zwischen Baustrahler und der Lampe, der Raster funktioniert eigentlich auch gut, nee, wenn man das hier so sieht, ja. Ja, ich weiß auch nicht, also von dem Preis von 26 Euro oder so, ob man da mit so einem Akku-Baustrahler, ich habe jetzt auch nicht so den Vergleich, ein Freund von mir hat den zwar, ob der da besser ist oder nicht. Ja, ich mache jetzt wieder aus. Duster war's im Bärenarsch. Entschuldigung. Ja, wie gesagt, schlecht ist sie nicht, aber auch nicht die beste Qualität. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ihr habt es ja gesehen. Wie gesagt, ich mache heute nochmal ein paar Bilder oder mache nochmal separat ein extra Video, wo man dann die Leuchtqualität im Dunkeln sieht. Dass ich den nochmal aufbaue. Betafix ist ja jetzt nicht großartig irgendwie. Was Großes. Ja. Eigentlich alles gesagt, was zu sagen ist, denke ich mir mal. Ich will nochmal gucken. Dann mal hier in die Beschreibung reinschauen. Falls ich noch irgendwas übersehen habe. So. Da. Ich habe eigentlich schon alles gesagt.
LED 160 Stück sind es. Watt 9,6. Voltzahl ist 2,7 bis 8,4. Ja, die Lumenzahlen sind alles so ein bisschen durcheinander, ich weiß auch nicht. Schwarz, ah ja, 430 Gramm ist es schwer. Das habe ich vorhin vergessen. Ja, und wie gesagt, der Blitzadapter. Also schlecht ist es, ich bin immer noch so ein bisschen hin und her. Vielleicht nicht so richtig, muss ich denn sehen, im Dauereinsatz. Ich denke mal, für die Jahreszeit ist es nicht schlecht für Fotografen, die jetzt noch eine zusätzliche Lichtquelle haben wollen, die jetzt das Model ins rechte Licht rücken wollen, zusätzlich zum Blitz oder so, weil man jetzt auch kein Portico oder sowas unterwegs hat oder nicht mitschleppt oder wie auch immer. Für Videoaufnahmen, ja, von der Helligkeit her würde ich sagen, ist okay. Habt ihr ja selbst gesehen. Das nächste Video, was ich natürlich dann mache, werde ich die natürlich erstmal benutzen und mal sehen, ob man den Unterschied sieht. Falls jemand noch so eine oder dieselbe hat, würde ich mich gerne freuen, wie eure Erfahrungen da sind. Dass ihr das mal in die Kommentare mit reinschreibt, wie ihr zufrieden seid mit dem Teil oder nicht. Oder was für Probleme euch das bereitet hat, oder aber da dieselben Meinung, dass es dieselben Meinung habt wie ich, dass das so ein bisschen ist. Ja. Das war's heute schon. Den Link, wo ich die gekriegt habe, den packe ich dann auch in die Beschreibung rein. Ja, jetzt sehen wir mal noch die ganzen. Tada! Ja, und. Ja, das war's heute schon von mir. Ich danke fürs Reinschauen. Wie nochmal gesagt, falls euch ihr auch dieselben, dass dieselbe habt oder ähnliches oder was besseres oder wie auch immer, würde ich mich einfach mal freuen, ein bisschen Feedback zu erhalten, für was ihr die verwendet oder ob die jetzt nur wirklich nur fürs Video drehen ist. Oder nicht, also wie gesagt, weil ich es auch gesagt habe, für Fotografen, Outdoor muss ich noch sagen, wegen den offenen Batterieschachten müsst ihr da ein bisschen aufpassen, falls ihr das verwenden solltet oder wie auch nicht. Weil bei feuchten Jahreszeit oder was weiß ich, ist es natürlich absolut nicht gerade besonders gut, mit den Teilen hier draußen rumzutickern. Also ich würde auch wirklich sagen, größten Teil zu 5, sagen wir mal zu 90% ist das Teil nur für Indoor gedacht. Weil draußen ist nicht so angebracht, weil auch, wie gesagt, wenn man jetzt hier auch sieht, die ganze Elektronik, pack ich nochmal aus, ich wollte eigentlich schon aufhören, ich rede heute viel, Entschuldigung, wenn man jetzt hier, ja, dann sieht man das, wenn da ein bisschen Regentropfen drauf kommen oder was weiß ich, da macht es ein bisschen Klick-Klick und Kurzschluss und das war's dann mit dem tollen Gerät. Und da ist halt wirklich ein Baustrahler für Outdoor-Sachen hier nicht besser geeignet. Auto meinte ich auch mit, wenn man jetzt Bunkererkundigung oder was weiß ich, oder Lost Place oder sowas ist, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man das Ding ja noch mit hat, weil von Gewicht her ist es auch nicht schwerste, wie ich schon gesagt habe, die 430 Gramm, passt dann in den Rucksack mit rein und da kann man das Ding ja vielleicht noch rumschleppen, da ist es vielleicht vielleicht von der Hand habe ich mal besser als wie ein Akku Wortfindungsstörung, Entschuldigung, wie so ein Akkubaustrahler, den man ja auch, weiß ja nicht, für 10 € oder so kriegt. Ja, also muss wirklich jeder selber wissen, was ihr jetzt benutzt. So, jetzt verabschiede ich mich heute wirklich. Ich danke euch fürs Reinschauen. Fürs Reinhauen. Fürs Reinschauen. Wie gesagt, schon, falls jemand so ein Teil hat, würde ich mal über euer Feedback mich freuen. Egal, ob das positiv oder negativ ist. Einfach so mal ein bisschen Erfahrungswerte zusammen, wo man jetzt sagen kann, hier, ich bin YouTuber, ich bin Fotograf oder was weiß ich. Ich benutze das, bin damit zufrieden oder nicht damit zufrieden.
Oder ich habe es in den Mülltonne geworfen. Oder wieder zurückgeschickt, umgetauscht oder was weiß ich. Ja. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao, Frank.